So. Mm -hmm. Okay, let's go. <laughs> Hallo, hallo, Wieder mal Solo-Podcast-Folge. Ähm, ist jetzt äh, doch schon gute zwei Wochen her äh, und es ist einiges passiert. Nicht unbedingt auf der Mail-Seite, musste aber noch ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges äh, loswerden. Und zwar habe ich das letzte Mal ein PS nicht vorgelesen weil es hat bitte im Podcast wirklich nur vorlesen, wenn es vorher angeschaut hast, was ich definitiv nicht habe. Und sonst einfach nachher lesen. So, dann habe ich das nachher gelesen. Und ich habe gefunden, äh, ich muss unbedingt das vorlesen. Ich gehe gerade direkt in das Mail rein. Äh, und zwar direkt dort, wo in das PS angefangen hat. Nämlich hat die nette äh, Dame Dana geschrieben... Du hast in der letzten Solo-Folge viel erzählt davon erzählt, das zu machen, was einem Spass macht und einem erfüllt. Ich bin sehr bei dir, ich liebe meinen Job genauso und ich weiß, dass es meine Bestimmung ist, in der Pflege zu arbeiten. Ganz wichtig, das habe ich nämlich das letzte Mal schon erwähnt. Für mich ist es auch nicht nur ein Job, sondern wirklich das, was mich neben mami sie glücklich macht. Menschen in schwierigen Momenten in ihrem Leben zu begleiten und zu unterstützen, ist etwas, was einem so viel geben kann. Vermutlich ähnlich wie bei dir, wenn du weißt, dass die Leute bei dir im Publikum, wo bei dir im Publikum sitzen, für einen Moment den Alltag können vergessen, lachen und sich gut fühlen. Ich werde gerade auch ein bisschen emotional, weil leider sind wir von der Pflege sehr fremdbestimmt und oft in der Situation, dass wir nicht so können schaffen, dass es uns wirklich erfüllt, sondern uns mehr als alles abverlangt. Oft werden wir unsere Patienten nicht gerecht, können am Vier oben nicht mit gutem Gewissen heimgehen, weil wir wissen, man hätte mehr Welle und sollen machen, als möglich gesehen Es gibt Dienste, da ist man einfach nur froh, dass, dass es alle Patienten und man selber einigermaßen heil überstanden hat. Das macht einem auf Dauer fertig und viele haben das nicht ein ganzes Berufsleben durch, schon gar nicht in einem Vollzeitpensum. Ja, so. Einfach schon mal wichtig. <laughs> Vielleicht hast du es mitbekommen, dass am 28. November über die Flag-Initiative abgestimmt wird. Ein äh, ja, ist unsere einzige Chance, dass wir einerseits die Sicherheit für unsere Patienten können gewährleisten können und andererseits meine Berufskolleginnen und Kollegen und ich unsere Leidenschaft in Zukunft auch noch können ausüben und das am liebsten ohne selber dran zu zerbrechen. zerbrechen. muss entschuldigen, wenn das in dem Rahmen unerbracht ist und ich erwarte überhaupt nicht, dass das in deinem Podcast vorlesen ist, aber deine letzte Zollerfolge hat mich. Gerade auch zum Nachdenken und spontan zum Schreiben braucht. Nochmal viel Liebe Grüße. So, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe bis jetzt keine Ahnung, <laughs> wirklich keine Ahnung, äh, was bei dieser Abstimmung genau sein wird. Ich habe, ich habe ähm, das Kuvert noch zu ähm, und ich habe extrem Angst, es aufzumachen. Äh, und zwar einfach, weil, weil es mir immer verrist. <laughs> Probiere es immer, dass es nicht verriest, aber ich schaffe es nie. Ähm, und auf jeden Fall werde ich genau lesen, ähm, das mache ich immer übrigens, ja. Ich finde Abstimmen etwas sehr Wichtiges, äh, egal was man abstimmt, man sollte abstimmen. Wir, wir haben ein großes Privileg in der, äh, in der kleinen, kleinen Schweiz, ähm, dass wir äh, sehr viel können mitbestimmen können. Darum ich auf jeden Fall genau durchlesen, was äh, die Initiative ist und ähm, so, wie ich es bis jetzt durchgelesen Hey, so, in ich es bis jetzt tönt äh, das für mich absolut plausibel. Ja? Ähm, ich will mir nicht die Hintertüren offen behalten oder so, sondern ich sage einfach, die wirklich null informiert. Äh, wenn jetzt de, in der Initiative ist, äh, Flag <laughs> Flag dürfen äh, jetzt auch neu überfahren äh, und äh, Flag äh, ist automatisch äh, mit 7 von 7 äh, Leute im Bundesrat, äh, dann bin ich vielleicht bei einem Nein. Yeah. <laughs> ähm, aber, aber so, wie ich es bis jetzt hier lesen kann, es für mich absolut plausibel und macht absolut Sinn, yeah. dass ich das mal gesagt habe. Ähm, dann äh, habe ich noch eine nette Message gekriegt ähm, auf Instagram, die ich von der Halise auch schnell vor, die äh, mich sehr unterhalten hat. Und zwar: <laughs> Ich sehe, Hi, sorry, dass ich einfach. In DM, eine Slide, aber ich habe gerade e mails zum Podcast nicht. Ich habe dann gefragt, ob ich den vorlese. Und ja, ich habe jetzt angefangen, den Podcast nachzulesen, damit ich den Solo-Podcast vom 11.10. gelesen habe. Und das empfehle ich natürlich allen Menschen. Ja, Geht zurück bis zur allerersten Folge mit dem Charlie. Ähm, wir haben zwar noch kein Intro-Jingle und so, aber das Gelaber ist dort schon genau gleich, wie jetzt auch nach bald 80 Folgen. Und da gibt es wirklich ein paar Perlen drunter. Ja. Zum Beispiel, der Podcast Nummer 21, glaub mit dem Kilian Ziegler und bei dem podcast ab, golurge, ob nicht 1,5 Mal schneller am Abspielen gesehen bin. Weil er so schnell gesprochen hat. Aber ich bei normaler Geschwindigkeit eingestellt. Gewesen. Habe ich warum auch immer kurz schreiben Grüße aus der Innerschweiz, nähe in Luzern. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Nachricht. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, du hast trotzdem verstanden. Der Kilian Ziegler ist ja übrigens nochmal gekommen. Auch eine sehr schöne Folge geworden. Kann man also gerne äh, lose oder schauen, natürlich. Ja, Solo-Folge mache ich meistens nur Ton, aber meine schönes neues Studio und äh, das wird noch ein bisschen geiler, das kann ich schon mal sagen. So, kurzer Schluck da. Mm. Stay hydrated. Ähm, was kann ich euch noch erzählen? Ich habe mich letzte Woche habe ich mich nicht solo gemeldet. Ich ähm, habe jetzt gemerkt, dass tatsächlich die Solo-Folgen auch sehr gelost werden. Ich habe gedacht, ich probiere das mal so ein bisschen aus. Und ähm, freue mich, dass nicht nur die abgeladen werden, sondern tatsächlich auch viel Feedbacks kommen. Und was wirklich spannend ist, klar, man spielt jetzt auch wieder mehr, man trifft auch wieder mehr Leute aus der Szene, aber ich kriege jetzt auf einmal extrem viel Feedback von verschiedensten Leuten. Sehr, sehr namhafte, ich will jetzt nur zu Auto, ja. <laughs> aber sehr namhafte Künstlerinnen und Künstler, wo der Podcast jetzt regelmäßig und eben auch ein bisschen und Lüge. Ähm, und das freut mich sehr ähm, drum es weiter so die liebe Menschen wo mir auch ab und zu extra schreiben oder anrufen und so das ist, das ist irgendwie mega schön wenn man weiß dass das äh, ähm, dass das auf Anklang stoßt sozusagen ja und auch natürlich äh, Menschen die nicht aus der Szene sind wo mir schreiben und eben der Solo Podcast wird dann Fall auch äh, konsumiert und äh, drum Meldet euch, wirklich. Es freut mich jedes Mal. Äh, schreibt eine Mail, podcast joel von mutzenbecher.ch ist äh, die Adresse. Ihr könnt wirklich eben schreiben, was, was euch äh, gut tut, Ihr könnt äh, Fragen stellen. An mich, ja, äh, äh, privat von mir aus auch, aber auch äh, zeugs irgendwie Erlebnis. Weil ich merke immer wieder bei Podcasts mit Gästen, aber auch allein Ich habe unglaublich viel. Zu erzählen, natürlich, sonst würde ich ja nicht äh, live vor meinem Mikrofon sitzen. Ähm, ich weiß aber zum Teil gar nicht, was und ich weiß auch gar nicht, was die Leute interessiert, bin ich ganz ehrlich. Also, wenn jetzt der jemand findet, oh, nicht schon, jetzt kommt es schon wieder mit der Geschichte, ja, wir wissen, du hast mal, du hast mal eine Late-Night-Show gemacht, ja, ist gut. Ähm, dann vielleicht eher nicht, aber wenn jemand sagt, boah, was ist das ist eigentlich ein, ein großes. Äh, Erlebnis gesehen, äh, eindrücklich, äh, was ist schiefgegangen, die Klassiker, aber auch wirklich etwas sehr Spezifisches. Beantworte ich alles sehr gern, äh, von der Tour auch äh, in der Schweiz, im Russland und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ich kann euch natürlich jetzt auch noch ein bisschen erzählen, was überhaupt so passiert ist. Das habe ich nämlich äh, angekündigt. Wir haben drei Shows zu Basel gemacht: drei Shows ähm, mit, mit Red. Insgesamt, die Zuschauerschaft, wo man gesagt hat, eine Show war bombastisch voll gewesen, zwei waren gut besucht gewesen, drei okay. Für die jetzigen Umstände, muss ich sagen, bin ich, bin ich recht zufrieden mit der äh, Ticketverkauf <laughs> Es ist tatsächlich auch noch in der letzten Woche extrem viel gegangen. Das ist schön, das zeigt, dass, dass die Leute immer noch Bock haben. Es ist zum Teil etwas schwieriger geworden zum Planen, weil man muss halt eigentlich oft schon ein, zwei Wochen vorher entscheiden, äh, wenn, man, wenn man auf den Ticketstand schaut, ist eine Show durchführbar, unter welchen Umständen ist sie durchführbar, etc. Aber äh, ich habe heute schon von Anfang entschieden, dass wir die durchführen. Und äh, das haben wir auch gemacht. Boah, da kommen Mail sein, aber nicht für den Podcast und ähm, wir haben es durchzogen, wir haben dann am Schluss haben wir etwa 200, ich muss nochmal an anschauen, genau, nicht dass es irgend im, im Data interessiert, 240, 50 so etwas äh, Leute dreieben wirklich wirklich geile Stimmung. Der Freitag ist, ist für mich zum machen die meiste Arbeit gesehen, weil dort haben wir wirklich am wenigsten Leute in gehabt, dort haben wir vielleicht so 40, 50 K. Was immer noch gut ist, was auf einem, einem Raum wie das wo mal äh, ein Kinosaal gesehen ist, also schon eher groß, ähm, bisschen schwieriger gesehen zum zum Handeln, so, weil Es weil sind immer so Zweiergruppen, Gruppe gesehen, wo dann alle recht verteilt gesessen sind. Das heißt, das ist nicht so das klassische Ah, gemeinsam lachen, sondern einfach do und dort ein bisschen und so. Ähm, aber ich, ich habe extrem gerne so intime Shows, also darum hat es mir nicht weniger spaß gemacht oder so, sondern äh, es ist ein bisschen mehr Arbeit mir weil man halt nochmal eine andere Konzentration An Tag muss legen. Ja? Aber Donnerstag, sehr voll, ähm, super Stimmig äh, und Samstag ist bombastisch. Gewesen, wirklich, ich glaube, vor allen drei Tagen ist Samstag am geilste gesehen trotz allem äh, trotzdem Donnerstag wo wirklich toll war. Ist viele Leute die ich erkannt habe ähm, auf jeden Fall drei sehr tolle Tage äh, äh, zu Basel daheim immer speziell und Donnerstag habe ich den Matteo als Support der wo ich gesprungen ist für den Jank und Freitag Samstag der Jank hat ihm dann ein... Äh, nennen muss es muss <laughs> <wir es> Hotelzimmer <laughs> also ein Zimmer äh, mit einer eingebauten Duschkabine wir einen kleinen WC und keine Fenster. Ja? Weil das äh, Fenster hat äh, 20 Stutz mehr gekostet pro Nacht. <laughs> ich meine, come on. Man braucht schon Fenster. Jenk ja? hat es sehr toll gefunden, er hat es sogar besser gesehen, weil ähm, dann ist auch von dunkel. Dann kann man auch wirklich auspennen. Und das haben wir am Freitag äh, 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 am, am Freitag, sind wir glaub, zuerst noch am Rhein gesehen. Äh, und zwar mit, mit dem Luca, ja, ähm, äh, einem Kollegen von mir, der wo mir wo mittlerweile ein bisschen äh, hilft mittlerweile mit, mit Podcast und Tour und so. Äh, Mitarbeiter des Monats, nennen wir gerne. Und am Samstag äh, dann bin ich mit dem Jenk an herbstmast Die ist am Samstag losgegangen zu Basel. Ist noch genau die Woche. Äh, und auf dem Petersplatz noch zwei Tage mehr äh, Chilbi für den Rest von der Schweiz ja äh, verschiedene Plätze mit tollen Bahnen ähm, da ist auch nicht ganz so viel wie sonst und ein bisschen andere Bedingungen und mein äh, Vater hat äh, raklet stand am Petersplatz das ist immer ein großes Highlight äh, dort Raclette essen und Jeffrey's Steak mein persönlicher Favorite ähm, zum Essen. Gibt es auch nur an der Herbstmesse? Ja, dann haben wir uns ein bisschen durch die Herbstmesse gegessen, haben auf dem Weg noch den Gabriel Vetter getroffen, ähm, also per Zufall, und äh, eben den Samstag zu oben nochmal gespielt. Und dann äh, bin ich so ultimativ auf der Fresse gesehen. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin zwar erst 33, okay, bald 34, aber. Ja, man, man merkt eben schon, dass man älter wird. Die kleinen Sachen, kein oben richtig heftig reingesoffen oder so, sondern einfach ja, gespielt. <laughs> und man ist nicht mehr so im Rhythmus. Und ähm, dann äh, ja, habe ich gemerkt, ich bin richtig, richtig auf der Schnur. Und habe am Sonntag äh, einfach chillt einfach Fernsehen geschaut, sache von A bis Z, Formlines. In den USA, äh, Fußball, Basketball, äh, bis NFL, äh, UFC, einfach also, haben wir die ganze Tröne gegeben. Geil, war, geil, war, geil. War. So, dann haben wir äh, Comedy im Balz normal's nochmals Basler Show, hat auch super Bock gemacht. Und dann bin ich auf Kur am äh, letzten Donnerstag äh, äh, so ein Glustigmacher für das Rosa Humor Festival, zusammen mit der Helga Schneider. Und äh, dort haben sie unter Frank Baumann, der Direktor vom Rosa-Humor-Festival, ähm, <laughs> wo er ein bisschen Geschichten erzählt hat von den Schwierigkeiten von einem Festivalleiter, wo man ähm, zum Teil kann ja. Und äh, ich, ich will nicht seine Geschichten erzählen, aber eine davon weiß ich, die verzählt er im Podcast mit dem mit dem im Chaco mit Podcast. Das könnt ihr euch gerne geben und auf jeden Fall werde ich Frank einmal einladen in meinen Podcast, also er dann die Geschichte vielleicht auch noch äh, dort erzählen kann. Und auf jeden Fall haben sie dort, das war in einem Restaurant, gewesen, im Restaurant Bene, sehr gut gegessen. Und dann haben sie äh, die Bar haben sie umfunktioniert zur Bühne. Dann haben sie wirklich einfach den Innenbereich, wo normalerweise, so eine so eine ovale Bar. <laughs> dann haben sie dort einfach äh, irgendetwas dran gemacht. Dass dann auf der Höhe der Bar die Bühne gesehen ist. Das klingt geil. Ähm, es ist auch lustig gesehen. Ähm, es ist aber sicher eineinhalb Meter höher als eine Bühne, müsste sie Ja, Das heißt, du bist einfach wirklich so, vor mit wenn die Leute noch sitzen, Tisch, so zwischen der Essensgängen, ähm, bist du einfach mit deinen Fies sicher schon mal <laughs> einfach eine <Menschensgröße> höher gesehen. <laughs> aber hat sehr Spaß gemacht und, und äh, wirklich wirklich geile oben gesehen und äh, und danach bin ich äh, mit meiner Freundin äh, fürs Weekend in Schwarzwald, sensationell richtig, am ähm, Samstag super beschissenes Wetter, am Sonntag super schönes Wetter Beides gemacht, also wirklich äh, am, am Samstag ein bisschen Wetter, ein bisschen gehen, gehen Wasserfälle anschauen, was man so macht, ja. äh, ein bisschen baden, am Sonntag an den See. Und dann sind wir am Geburtstag, ein zweijähriger Geburtstag von meinem einen kind oh, Und natürlich im Vorfeld noch schnell gefragt: hey, ähm, was, was wünscht du sich? <laughs> falls er das kann artikulieren kann, was finde er toll und so. Und aufgrund von dem, äh, ist äh, meine Freundin dann ein Geschenk holen. Sie ist ja gerade unterwegs ich hat gesagt, hey, soll ich schnell? Und ich sage, ja, mega gern. Und dann hat sie im Laden das größte Duplo, wo es gegeben hat, hat sie genommen. Ja, so eine Baustelle, richtig geil. Und ich so, boah, der Götti, der, der killt wieder mal an diesem Geburtstag. Das wird es Shit, wenn der kommt. <laughs> Mit seinem großen duplo geschenk ja. Und dann sind wir da hineingekommen und äh, der Kleine ist gerade bei mir gesehen. Darum ist er, ist er eh nicht gerade so jetzt überschwänglich gesehen. Und ich packe das Geschenk aus. Also packe es noch nicht aus, sondern einfach aus, aus dem Sack. So. Zeige ihm das Geschenk und also <laughs> Keine große Reaktion. Dann laufen wir rein in den Raum, wo wir dann gegessen haben. Und, so, und dort ist der Geschenktisch. <laughs> und mein riesiges Geschenk ist das kleinste. Einfach mit Abstand das kleinste. Ich ähm, muss sagen, es sind äh, äh, italienische Familie. Äh, der, der Vater von dem kleinen Bub, ich auch mal in meinem Podcast gesehen, Pasquale. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, in, in dem Fall muss ich jetzt pauschalisieren, aber ich habe das Gefühl, Italiener haben halt schon gar eine Vorliebe für viel, groß <laughs> und anscheinend größer als mein Geschenk, ja. Sie das ist das kleinste gesehen. So und danach hat, wir sind nicht ganz die letzte gesehen. Nachher kommt noch Eppo mit, ohne Scheiß, mit einem Geschenk. Das ist so groß gesehen wie ein a ja, aber auch schon Erwachsene mal. Und er hat einfach da ist so eine riesige Kiste dabei und ich so, oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Und dann kommt äh, irgendwann gott, groß, Auspacken los und einfach, also ist ja zweijähriger, oder Aufmerksamkeit, von meinen Zweijährigen und somit <laughs> 17 gesehen. Okay, hier, Geschenk. Pack aus, Ausrisse. Und es steht, da, ba, 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 so, die ganze Zeit und immer so, von wem ist das? Und alles aufgestreckt, das ist von mir, das ist von mir. Und <laughs> äh, nicht nur äh, ist das kleinste Geschenk gesehen, sondern es hat zum Beispiel noch ein grösseres Duplo und dann eine äh, äh, energiebetriebene Scooter, so, so im Vespa-Look, den man irgendwie aufladen aufladet und der fährt dann effektiv irgendwie zwei Kilometer oder was auch immer. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, der Götti, der Götti muss ein bisschen sein Game absteppen, was Geschenke anbelangt. Weil ähm, auch bei meinem Götti-Mädchen habe, habe ich das Gefühl, ich habe vielleicht nicht schon die geilste Geschenk gemacht. Einmal hat sie vom Götti einen Hund gekriegt, so einen Plüschhund, andere Leine, wo oben auf basel seit mir man Guzzeli", ja Guzzeli", kann kainen schiebe ins Maul und dann laufst du ein paar Meter mit dem Hund und dann kackt er das Gützeli wieder raus. Das, das geilste Geschenk, was ich jemals gekriegt hat. Ja, das heisst, ich muss, ich muss, ich muss vielleicht wieder mehr ein bisschen, so wie ein Kind denken, also noch mehr wie jetzt, ja, und wirklich so, was habe ich geil gefunden damals. Und wahrscheinlich muss ich ein paar hundert Franken mehr in die Hand nehmen, <laughs> für Geburtstagsgeschenke. Aber, also, äh, ich, ich übertreibe jetzt natürlich, ähm, also nein, ich übertreibe nicht, dass mein Geschenk das kleinste war, aber ähm, die Freude war trotzdem da. Gewesen, ja, er ähm, äh, hat noch mega herzlich, hat noch ein kleines auto geschenkt gekriegt, äh, vom einen Kind, von meiner Freundin, wo gefunden hat, ah, ich, ich, ich schenke mir auch etwas. Ich ihn zwar nicht, aber ich finde da, ähm, das ist mein Lieblingsspielzeugauto gesehen. Und das hat, das hat, ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Sehr schön gesehen. Ja, das als das Weekend, das war mehr privater Natur gewesen. Und am ähm, äh, Dienstag gestern Stand-up Comedy Show im Bernhard Theater und lag, like, ist das wieder geil gewesen. Ohne Scheiß, das hat so Spaß gemacht. Es ist halt einfach die, die Menschen. Merken es auch wieder. Wir haben Leute gehabt, die nach der Show haben sie gesagt, wir seien noch nie an einem Comedy-Event gesehen. Wir haben immer gedacht, das ist nichts von uns. Jetzt haben wir gefunden, komm wir probieren es mal. Und sie sind wirklich begeistert. Gewesen. Einfach Bombenstimmung. Und man kann es nicht vergleichen. Wirklich, ich mache immer wieder Werbespots für Live-Comedy, aber halt einfach, weil ich davon überzeugt bin. Ja? Nicht nur, weil ich es mache auf der Bühne, sondern weil ich es selber auch als Zuschauer Shit find. Es gibt eine Energie, es passieren einzigartige Momente, wo, wo nie mehr so werden passieren. Ähm, zum Beispiel auftreten ist der Chelid und da hat mal plant äh, ja, das zu zählen und das zu zählen. Den Vortrag dem Publikum schwarzte und dann hat er einfach mit dem Publikum gesprochen und das sind dann am Schluss seine ganzen 17 Minuten. <laughs> Und es war so geil, gewesen. wirklich ein großartiges Line-Up gesehen. Video ähm, ja jeweils aufzeichnet, ist eine Fernsehshow, kommt dann in ein paar Monaten. Ähm, Darum kann ich euch sagen: gönnt live Comedy gucken. Morgen in Amme, Swiss Comedy Night im Le Theatre. Weltklasse, unbedingt, ja. Zehn Künstlerinnen und Künstler. Oh, Mucke, Mucke. Ah, shit! Ich fühle mich so männlich gerade. Ähm, Swiss so kommt ja Künstlerinnen und Künstler zusammen auf der Bühne wirklich so, ich nenne es Durchlaufen-Hitzer. Da kriegt man die volle Ladung, alles Mögliche in äh, einem Oben. Lohnt sich riesig, ja. Also es hat noch ein paar Platz, wenn du go in einem Morn. Äh, Mi Solo auch äh, unglaublich geil, <laughs> sehr empfehlenswert. Uh, ist es schließlich mein Solo. Ich ja. ist auf Tour, zum Beispiel in Wienistorf nächste Woche und in Aarau auch nächste Woche. Die Woche drauf in der Innerschweiz, Seve, Luzern. Und ähm, bekommend im Balz haben wir auch noch zwei ganz tolle Shows parat. Nächste Zistig für alle, die zu Basel sind oder in der Umgebung: Christian Schulte-Lo. Weltklasse, einer meiner absoluten Lieblingscomedians auf der Welt. Ja? Und da zähle die internationalen Stars dazu. Ihn live zu sehen ist eines der geilsten Erlebnisse, was es geht. Da macht Crowdwork, wie wir es nennen, ähm, eben mit dem Publikum reden, wie kein andere. Ich Ewigkeit in England gesehen, hätte wahrscheinlich die härteste Comedy-Schule gemacht, die es gibt, nämlich am Wochenende vor betrunkenen Engländern auftreten und das Wochenende für Wochenende für Wochenende. Und er hat es geschafft. Äh, nicht von der Bühne prügeln zu werden. <laughs> ähm, sie haben sich manchmal vielleicht selber prügelt oder so. Aber ähm, nicht auch. Und äh, darum ist es einer der schnellsten Köpfe, die ich kenne. Privat unglaublich lustig auf der Bühne. Wenn er nichts anderes macht, noch lustiger. Ja, privat kann man noch ernsthaft mit ihm reden, aber auf der Bühne geht es darum. Funny, funny, funny. Ähm, ihn haben wir den nächsten Dienstag Solo äh, bekommen, die im Balz. Ähm, wirklich unglaublich empfehlenswert und am 24. November ist äh, Comedy im Balz, die 50. Mixed Show und auch die letzte. Und, ähm, Sitzplätze sind alle weg, Stehplätze hat es noch ein paar, also auch dort, äh, wenn ihr euch noch wollt, Tickets holen wollt, dann macht das. So, Werbespot vorbei. Und äh, ich danke euch allen, wo bis jetzt hierher gelesen haben. Anscheinend sind es ja tatsächlich ein paar. Schreibt es, schreibt, äh, Podcast at von mutzenbecherch Will die, die das machen, die kriegen auch etwas Schönes, ja. Zum Beispiel, diese Woche gibt es eine Auslosung für ein Beanie und ein Pulli. Feel good, Comedian, Beanie und Pulli. Und ähm, das dünne ich jetzt hier schnell mit meinem geilen Web Generator dann ich hier wieder raussuche. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 eingehen. Und diesmal gewöhnen du. Bam! Nadine. Herzliche Gratulation. Nadine, du bist markiert. Ähm, und wenn du das hörst, dann äh, schreib mir. Und sonst melde ich mir ein paar Tage bei dir und du kriegst viel äh, gut. Puli und Bini. Perfekt für die jetzige Jahreszeit. Und für alle, wo diesmal werde schreiben werden, wo ich das nächste Mal wird vorlesen werde, wieder zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Ja, kann zum Beispiel auch eine Stand-up-Comedy-Show sie im Bernhard-Theater. Kann auch äh, Comedy im Wald sein. Da müsste es halt zum Beispiel bei der letzten Stehticket sein. Also wirklich völlig frei. Kann auch solo sein. Ähm, wo ich eben an diesen verschiedenen Orten spiele. Darum, schreibt, würde mich wirklich freuen und ähm, macht es gut, seid lieb zueinander, all the best. Ich gehe jetzt kurz Nacht Essen. Peace!